Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gobiermann und neben mir sitzt die. Selina, hi. So, wir sind jetzt in unserem kleinen Studiobereich, haben die Stühle ein bisschen komisch gedreht, aber das macht nichts. Also wir versuchen hier, geben das Bestmögliche. Das Beste ist, diese Stühle sind unheimlich schnell beweglich. Also Ja. eigentlich kannst du dich im Kreise drehen, aber das wollen wir ja gerade nicht. Nee. Ja, wir haben tatsächlich hier so einen kleinen Studiobereich, den wir jetzt auch mal zum Aufnehmen nutzen. Normalerweise werden hier die Podcasts produziert. Ja, Also man genau. hat wirklich diese Mikros, wie wir sehen, Ja. die dann ziemlich nah natürlich vor dem Mund gehalten werden. Die kann man also super schön ausrichten. Und wir haben Kopfhörer auf. Das ist also auch ganz gut. Ja. Wir hatten erst überlegt, ob wir uns wirklich hier mit den Kopfhörern hinsetzen, aber dann hören wir uns nicht mehr miteinander. Ja. Und das ist halt das Vorteilhafte, wenn wir also einen Podcast aufnehmen, dass du wirklich über den Kopfhörer sofort dich hörst. Also du hörst dich, du hörst die anderen, und das ist eine sehr, sehr schöne Ebene. Die werden auch immer noch nachbereitet. Ist auch ganz wichtig. Also die Aufnahme ist schon wirklich 1A, aber sie werden noch nachbereitet, sodass man dann noch eine bessere Qualität hat. Man kann auch noch einen Einspieler reinsetzen, ein bisschen Vormusik und, und. Interessant ist sowas natürlich auch für Unternehmen, um sich zum Beispiel zu präsentieren. So, und jetzt werden die meisten sagen, hä, wie mache ich einen Podcast und, und. Das eine ist die Technik. Das andere ist aber unsere Idee. Also, es ist nun mal tatsächlich so, dass die wenigsten Menschen wirklich mal eben locker flockig reden können. Ne? Ich sag Ja. mal, auch du bist jetzt mittlerweile wesentlich fitter drin, weil. Weil erstens, man gewöhnt sich dran und zweitens, man wird ja auch besser mit der Zeit und dann weiß man auch, wie das ist oder was auf einen zukommt. Genau, Dann wird genau. man besser. Dadurch wird man besser, und ich habe halt unheimlich gerne Podcast-Partner. Ihr kennt das ja von mir, dass ich immer sehr viel Raum einnehme, weil ich sehr viel zu erzählen habe. Nicht, weil ich unbedingt wahnsinnig gerne rede, das tue ich natürlich auch, sonst käme mir gar nichts raus. Aber halt in diesen Podcast-Situationen ist es so, dass ich viel mehr auch abgebe. Also wenn du jetzt zum Beispiel Unternehmer wärst, angenommen, du hättest ein Nagelstudio. Entschuldigung, ist jetzt einfach mal so eine Idee. Okay, so. Okay. Dann würde ich mit dir zum Beispiel einen Podcast halten und würde aber dich interviewen. Das heißt, ich würde dir immer wieder Fragen stellen, die du beantworten kannst, um dein Geschäft näher zu präsentieren. Was weiß Ja. ich, warum sollte ich zu dir gehen? Was ist das Besondere bei Ja, dir? oder Und, was ne? benutzt du für bla bla bla? Ja, genau. Ne? Und was denkst du, warum haben so viele künstliche Nägel und so weiter und so fort? Ist jetzt eine etwas langweilige Geschichte, aber das ist auch eine gute Präsentation. Sowas muss ja nicht lang sein, dass man sich selber als Unternehmen auch präsentiert. Und man kann tatsächlich auch die Kamera parallel noch draufhalten. Also das geht schon. Wie gesagt, wir haben jetzt die Kopfhörer nicht auf, weil wir uns sonst nicht hören, weil das Ja. andere nicht eingeschaltet ist. Aber normalerweise ist es eine ganz, ganz tolle Idee, dass man sowas wahrhaftig präsentieren kann. Wir haben aber noch eine viel bessere Idee. Also besser ist vielleicht jetzt irgendwo falsch formuliert. Ich habe damals mal mit jemandem auf der Messe gesprochen, mit einem Unternehmer, und die haben, Entschuldigung, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Nein, das ist doof. Wir müssen, glaube ich, nochmal neu machen. Sorry. Okay, alles gut. Das ist jetzt.